Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Unboxing-Video hier auf dem Kanal. Heute ist endlich mein heiß ersehntes Propane Ekano gekommen, welches wir zusammen auspacken, schauen, was alles dabei ist und natürlich auch zusammenbauen. Viel Spaß bei dem Video. Dann geht's mal los, gucken wir mal, was hier alles so dabei ist. Brauchen wir nicht. Noch mehr Pappe. Brauchen wir nicht. Hier ist schon mal irgendwas drin. Steht Shimano drauf. Scheint wohl der Akku zu sein. Gucken wir doch gleich mal nach. Hier ist das Ladegerät drin. Von dem Akku. Na, kriegen wir das raus. Hier ist der Ausgang. Hier haben wir das gute Shimano Ladegerät für unseren Akku. Das brauchen wir später. Das ist alles. Genau, das war's schon. Oder? Das ist hier auch noch der Akku drin. Ne, das war's. Der Akku ist voll im Rahmen verbaut. Nice genug. Dann haben wir hier ein schönes Paket. Was haben wir hier? Propane Friends Stuff. Ja. Dann haben wir hier ein Fahrradhandbuch. Nett. Oh, sogar ein Ladeadapter. Eigentlich wollte ich mir so einen kaufen, aber es ist ja schön, dass sowas schon dabei ist. Damit wir den Akku auch rausnehmen können und drin laden können, wenn das Fahrrad mal nicht drinnen gelagert werden kann. Hier unser Milkkit, da wir Tubeless mitbestellt haben, haben wir hier auch gleich die Dichtmilch mit dabei. Ne, ist nur eine Pumpe, um die Milch einzufüllen. Dann haben wir hier unseren Sixpack-Sattel. Den bauen wir nicht an, ich habe was Cooleres. Hier ist aber unsere Miltec Dichtmilch, ne? Zu unserem Tubeless, zeige ich euch später. Dann haben wir hier die Schlüssel zum Schloss vom Akku im Rahmen. Wir haben hier etwas von SRAM, das ist wahrscheinlich das Ladegerät zu den Axis-Schaltungen. Genau. Dann hier einmal das Ladegerät für die SRAM Axis Schaltung, um den Akku wieder aufzuladen. Wir haben hier den SRAM Axis Akku für das Schaltwerk. Und das dazugehörige Kabel.
noch ganz viele Papiere. Das schauen wir uns vielleicht irgendwann mal oder auch gar nicht an. Ein Shimano-Werkzeug. Weiß ich noch nicht, wofür das ist. Das werden wir noch herausfinden. Dann noch mehr Pappe. Knallgasfolie, falls sich später jemand austoben will. Hier haben wir das Hinterrad. Das ist dann auch schön. Schöne Kassette. Ihr seht, ich habe das Newman Laufradsatz gewählt. Schade, Nabe ist ein bisschen leiser. Ich kenne das anders von meiner E13 Race Nabe. Aber naja, hier haben wir die Bremsscheibe mit unserem Magneten. Bremsscheibe werden wir nachher auch gleich tauschen. Ne? Da kommen die schönen Magura MDRP Bremsscheiben drauf. Ihr kennt sie alle. Dann haben wir hier das Vorderrad. Die Bremsscheiben tauschen. Auch Magura MDRP kommt hier drauf, aber auch gleich die 220er Scheibe, damit wir ein bisschen mehr Druck haben. Ne? Schicke Ventile hier von Miltec. Hatte ich bisher auch noch nicht. Das ist mein erstes Fahrrad mit Tubeless. Und mal schauen, wie das so funktioniert, ob das überhaupt aufgeht. Hier haben wir das Schnieke Bike. Ein bisschen eingetübt. Mal überlegen, wie wir es am schlausten in meinen Zentrierständer stellen. Erstmal so. Gute Fox Transfer Sattelstütze ist da, funktioniert schön.
So, dann packen wir mal den ganzen Gerümpel hier aus. Ja, wo ist mein Tool jetzt? Machen wir hier gleich jetzt mal Lockschwelle rein. Ja, wo ist sie? Hier. Dann entfernen wir hier erstmal die Propfen von der Bremse. So, und dann sind wir jetzt auch gleich schon mal dabei, die Bremsscheiben zu wechseln und bauen hier gleich die neuen Mogura MDRP Bremsscheiben drauf und natürlich auch gleich eine Nummer größer, die 220 mm. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Oschi. Und dann wollen wir mal schauen, wie das Bremsverhalten sich dahingegen so verbessert. Oder vielleicht auch nicht. Hoffen wir natürlich nicht, dass es sich verschlechtert.
So, auch und am Hinterrad werden wir die Bremsscheibe tauschen. Nur keine 220 mm Bremsscheibe, sondern eben 203 mm, ganz normal wie vorher auch drauf war. Nur eben halt die Magura MDRP Bremsscheibe. Hinten der Magnet ist mit in den Sechskant. Okay, der war es nicht. Solche Spacer. Die bauen wir natürlich wieder ein.
noch mal den Sattel dran. Dann nimmt das Rad hier so langsam mal Gestalt an, ne? Wie ihr seht. Oh, das ist nicht der Plan. Mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Sattel drauf. Ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Leider sind mir zwischendrin so ein paar Aufnahmen flöten gegangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen da oder auch ein Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao.